Ich weiß gar nicht, ob überhaupt schon was gevloggt wurde für den aktuellen, für den neuen Weekly Vlog, aber auf jeden Fall muss ich welche bügeln. Ja? Lass das mal der erste Logbucheintrag sein. Dann ob ich Bock hab. Nee. Moin, moin. Ich glaube, ich habe die Woche noch gar nicht gevloggt. Tatsächlich ist das meine Geburtstagswoche, aber sie war ziemlich stressig. Und heute kommt der Küchenpart. Also ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag in der Küche verbringen, am Backen und Kochen sein. Ich fange jetzt erstmal an, das Mittagessen für heute Mittag zu kochen. Der Dommer ist mit meiner Tante und meinem Opa im Krankenhaus, weil mein Opa am Dienstag eine geplante OP hat und heute hat er die Voruntersuchung. Das kann allerdings bis 15 Uhr dauern, aber bis die kommen, mache ich schon mal. Also weil ich nicht weiß, wann sie kommen, mache ich jetzt zuerst mal das Essen. Es gibt ein Chili con Carne. Dann wollte ich noch diesen viralen Kartoffelsalat nochmal dazu machen. Und Erdbeeren. Ich habe Erdbeeren vom Ständchen gekauft. 5 mal 500 Gramm. Brauche ich halt auch zum Backen. Und ja, es gibt noch welche für heute Mittag zum Nachtisch. Und dann lege ich direkt mit dem Backen los und nehme euch natürlich mit und morgen bei der Geburtstagsfeier nehme euch auch ein bisschen mit. Also wird so ein bisschen ein Geburtstagsvlog. Meine Erdbeeren vom Ständchen brauche ich heute eh alle. Ich habe die hier in so einer riesen Schüssel und habe da jetzt einfach Wasser und Natron dazu. Also kommt jetzt noch Wasser rein und also einfach zum Säubern, ne, dass sich alles Dreck löst, lege ich die jetzt quasi hier ein. So, hier gibt es mal wieder ein Chili con Carne, aber ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal bei YouTube mit abgefilmt, deswegen filme ich es jetzt nicht mit. Ich zeige euch das Ergebnis hier hinten. Backen die Kartoffeln für den Smashed Potato Salad, den zeige ich euch, wie der funktioniert. Und das Chili-Rezept, Linse ist wie sagt man, angelaufen. Das Chili-Rezept findet ihr aber auf jeden Fall unter den Shorts. So, die Kartoffeln sind jetzt gekocht und habe ich jetzt hier auf dem Backblech gelegt. Jetzt gebe ich noch ein anderes Backpapier drüber und brauche jetzt ein Brett und drücke die Kartoffeln platt. Also ihr seht, es geht natürlich relativ einfach. Zack, so. Sind die Kartoffeln platt gedrückt? Nein, noch ein bisschen mehr würde ich sagen. So. Ich will es nur nicht zu arg machen, das war nämlich das letzte Mal der Fall. Ich würde das jetzt vielleicht mal noch mit so einem Löffel da einfach so ein bisschen dünn verdrücken, weil die sollen ja kross werden. Deswegen ist halt gut, wenn die dünn sind. Ich habe einen Backofen jetzt vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und werde die Kartoffeln jetzt gleich da reingeben. Für circa 20 Minuten mit dem Backpapier drüber und dann nochmal 10 Minuten ohne, dass es quasi schön braun wird. Aber vorher mache ich jetzt eins und zwar: erstens werden sie gesalzen. Also, ich gebe jetzt nochmal Salz drüber. Ich arbeite nur mit Himalaya-Salz, weil das unbehandelste Salz ist, was man so kriegen kann. Also das mache ich jetzt hier mal so drüber. Und dann habe ich hier vorbereitet Olivenöl mit Knoblauch und das gebe ich jetzt hier auch noch mal so drüber. Also es waren so 3 Knoblauchzehen mit so circa 8 Löffel Olivenöl und das gebe ich jetzt noch mal hier drüber. Wenn ich jetzt merke, das Öl ist zu wenig, dann gebe ich auch noch mal nach. Also mit dem Pinsel eigentlich kann man das gut verstreichen. Ich mache das jetzt hier grob mit dem Löffel. Das ist auch okay. So. Wunderbar. Ich glaube, ein bisschen Olivenöl muss noch drüber.
Leider ist mein gutes Olivenöl aus Kroatien leer gegangen. Mal gucken, ob ich da welches kaufen kann nächste Woche. So, und dann kommt jetzt das Backpapier drüber und das Ganze quasi ab in den Ofen. So, in der Zeit, wo der Backofen sind, kümmere ich mich um den Rest. Als erstes kommen zwei rote Zwiebeln rein. Man kann im Prinzip auch mehr nehmen. Ich mag Zwiebeln nicht so besonders gerne, deswegen zwei kleine rote Zwiebeln. Ich mache das auch am liebsten mit dem, wie nennt man das, Quick Chef oder keine Ahnung, wie das Teil heißt. Das hat sich der Dommer mal gewünscht, weil man da einfach Zwiebeln schön klein kriegt. Wie gesagt, nicht so sonderlich gerne. Ihr seht, das ist schön klein. Und dann gebe ich das in die Schüssel. Und dann schneide ich die Gurke auch in Würfel. Und dann kommt schon das Dressing. Und dann kann das nämlich schon mal schön durchziehen, während die Kartoffeln im Backofen backen. Ja. Und dann haben wir heute zum Essen auch einfach mal einen anderen Salat. Also ich muss dazu sagen, ich wollte den eigentlich gestern machen zum Essen, aber ich war gestern frühstücken, habe ich leider nicht mitgeblockt mit meiner Freundin im türkischen Café. Und ja, dementsprechend hatte ich keinen Hunger mehr, deswegen habe ich den nicht gemacht, aber ich mache es dann heute, weil ich jetzt einfach auch nicht wollte, dass die Gurke schlecht wird. Also wie gesagt, die wird jetzt einfach in kleine Würfelchen geschnitten. Und kommt mit dazu. So, dann geht's an die Soße. Hier nehmen wir 2 Esslöffel Mayonnaise. Also man kann alles Pi mal Daumen, ne, zum Dressing. Also wer da mehr möchte, kann auch ruhig mehr nehmen. Aber ich nehme jetzt 2 Esslöffel Mayonnaise. Dann eigentlich 1 Teelöffel Senf, aber wir mögen Senf ganz gerne. Deswegen gebe ich auf jeden Fall einen Esslöffel Senf mit rein. Dann kommt etwas Dill. Habe ich so tiefgefrorene Variante, mag ich nicht so gern, deswegen ein bisschen. Etwas Schnittlauch, ist auch nicht so mein Favorite, einfach so auch ein bisschen Pi mal Daumen. Auch hier das gefrorene Zeug. Dann hier Petersilie, auch gefroren, zack, auch so ein bisschen drüber. Das mag mein Mann nicht so, deswegen hiervon nicht so viel. Dann geht es weiter mit etwas Salz, so ein bisschen, weil die Kartoffeln sind ja auch gesalzen. Etwas Pfeffer, so, dann etwas Balsamico-Essig. Eigentlich gibt man noch Zitronensaft hinzu, da habe ich jetzt aber keinen mehr, aber dafür mal ein bisschen mehr Balsamico, aber ich mag den auch ganz gern. Und dann nochmal 300 Gramm Joghurt, ist total egal, ihr könnt, rein theoretisch könnte man auch Sojajoghurt nehmen, wenn man die vegane Variante machen wollte und natürlich dann auch vegane Mayonnaise, sonst ist ja nichts drin, was bedenklich ist. Oder man kann auch fettarmen Joghurt nehmen oder was weiß der Geier, was noch alles für Varianten gibt. Ich habe jetzt hier griechischen, weil ich den einfach zu Hause habe und jetzt nicht extra kaufen musste. Vermischen wir das Ganze und dann kommen da später die Kartoffeln mit hinzu. Und dann gucke ich einfach nochmal, ob noch ein bisschen Essig fehlt oder so. Und dann gebe ich das noch hinzu. Aber so, ich finde, sieht schon mal sehr appetitlich aus. Und wie gesagt, gleich kommen dann noch die Kartoffeln hinzu. So, die Kartoffeln sind jetzt gut. Ich denke, es ist ein bisschen zu schwarz geworden. Aber gut, das kann man einfach weglassen und es kommt jetzt in den Kartoffelsalat. So, morgen ist ja eine Geburtstagsparty. Ich kann ein bisschen auflassen. Also, da machen wir nachher noch alles ein bisschen schick. Geputzt wurde schon. Hier kommen die Bänke hin. Buffet. Alter, hier drin schallt's wie Sau. Aber vorher muss ich noch raus. Schön mähen. Warte, ich glaube, ich lasse mal hier ein bisschen auf, soweit. Ja, hier drüben vom Nachbarn sieht man es noch. Dann. Ja.
So, Jennys Geburtstagswoche. Heute ist Freitag, der Tag der Tage. Wir haben noch einen Haufen vorzubereiten. Jetzt haben wir 11:23 Uhr. 16 Uhr kommen die ersten Gäste. Ja, haben wir gemerkt, dass der Platz, also Platz haben wir, aber nicht genug Sitzmöglichkeiten. Deswegen muss ich jetzt nochmal hoch zum Opa pacen. Und ja, hier noch ein paar Sitzbänke geholt, noch zwei Tische und hier war ich noch im Globus. Hab das Baguette geholt, hab die Würstchen geholt und ja. Aber jetzt erstmal auch noch schnell Mittagessen machen. Opa kommt jetzt gleich, also ich hole ihn jetzt gleich wieder. In einer halben Stunde circa. Aber erstmal die Bänke verschaffen. So, langsam jetzt hier mit dem Aufbau. Das Zelt steht. Aber das ist nicht der Main Character halt, sondern da drin geht's los. Ab. So. 41, eh? So, hier so ein bisschen, da so ein bisschen. Naja, also dieser Partyraum war schon da, ne? Also dahinter ist auch noch eine alte Katakombe, ich weiß nicht. Vielleicht war da früher mal ein Ölspeicher drin. Ja. Genau. Und da wird später getanzt. Happy Birthday! Ey, das untere, das war so hart, das habe ich mit der Gabel abgegeben. Fertig. Und deswegen 4 Punkte. Nee, sagen wir mal so. Ja. Die Creme war gut. 6 von 10. Kinderkante, Erdbeerrolle 10 von 10. Warum 4 Punkte weniger von 10? Das war nicht möglich, alles zu probieren. Das war nicht möglich. Das war nicht. Lag nicht in deiner Hand. Ne? Ja. Na dann. Was hast du so? Ja. Erdbeerrolle 10 von 10, Kinder Country 9 von 10. Ein Punkt Abzug, weil es hart war. Aber geschmacklich. Hart und herb. Aber geschmacklich sehr gut. Bei mir ist alles 10 von 10. Ja, finde ich auch. Ne, die waren auch das Tortlet, war super. Ja, super. Eigentlich hätte ich noch das. Für alles gut. Und wie viele Schiffe? Hallo! Was willst du denn Salat machen jetzt? Schatz, dann gucken doch noch Leute! So, da ist der Spaß auch schon wieder vorbei. 11:15 Uhr. Und was hast du für ein Fazit? Ja, auf jeden Fall echt leckere Salate, Kuchen vor allem auch von feinster Güte. Nee. Weil es hat wirklich den ganzen Tag durchgeregnet. Ist das cool? Das ist schon cool.